Darf ich bitten? Eine Aufforderung zum Tanz will schon gut überlegt und geplant sein, so wie die Auswahl des Tanzpartners. Dafür kommt nicht jeder in Frage. Ganz besonders wichtig ist die Auswahl des Partners beim Debütantenball. Innerhalb von 12 Wochen haben die jungen Damen und Herren in der Tanzschule Sandner nicht nur das Tanzen gelernt, sondern auch, wie man eine Dame richtig um einen Tanz bittet. Grundsätzlich ist es so, dass der Bursch das Mädel auffordern sollte, aber wir haben schon herausgefunden, die Mädels sind oft ein bisschen mutiger und dann hilft halt das Mädel ein bisschen nach, ist auch okay. Natürlich im Tanzkurs gibt man Tipps, wie man am besten auffordert als Bursche und mit ein bisschen Schmäh geht es natürlich ein bisschen leichter. Und wie sieht es mit der Umsetzung aus? Mir hat wer gefragt, ob wir tanzen wollen. Dann habe ich vorher nicht gekannt. Mir hat auch einer von der Klasse angeschrieben und dann haben wir getanzt. Also ich habe es eigentlich ganz leicht gekriegt, weil ich habe eine Freundin. Und von der eine Freundin hat mir dann die Tanzpartnerin empfohlen sozusagen. Und dann habe ich gefragt, ob ich mit mir auftanzen will. Ich glaube eher, die Tanzpartnerin hat mich aufgefordert, weil ich ein wenig schüchtern war. Ich habe einfach die ich festgefunden habe, gefragt, ob sie mit mir tanzen will. Und dann, ja. Hauptsache beim Ball haben alle ihren Tanzpartner gefunden. Sollte der dann auch noch richtig gut tanzen können, dann ist es natürlich ideal. Denn Männer, die führen können, sind sexy. Es ist eher attraktiver, wenn ein Mann tanzen kann, wie wenn er nicht tanzen kann, weil es ist einfach ungut. Wenn man mit wem tanzt, der dann der ständig auf den Fuß tritt oder einfach einen falschen Schritt macht, ist einfach ungut. Ja, schau, das ist schon was Schönes, wenn man mit einem Burschen tanzen kann. Das hat was. Und wenn er gut führen kann, dann ist auch das Tanzen viel angenehmer und lustiger. Das kann auch Dancing Star-Gewinnerin Maria Sandner bestätigen. Natürlich, also sage ich, es ist immer schön als Frau, wenn man einen Partner hat, der gut tanzen kann. Und natürlich den richtigen aufsucht. Perfekt, perfekt. Und natürlich auch führt. Also das ist schon was Schönes, dass das auch in der Jugend wieder ganz was Wichtiges ist. Wie gut, dass die frisch gebackenen Gentlemen nun alle tanzen können. Das stellen sie mit ihrem Balldebüt auch vor Publikum unter Beweis. Und speziell die Eltern könnten nicht stolzer sein. Stolz. Absolut purer Stolz. Also es ist einfach ja, ein schönes Gefühl, eine Tochter zu haben, die was in 12 Wochen, sage ich jetzt einmal, die es wirklich hart gearbeitet hat und ja, ein schönes Gefühl. Es ist ganz toll natürlich. Ich meine, es ist jetzt die letzte, wir haben schon zweimal das Gleiche gemacht und ist jedes Mal super und ein tolles Gefühl. Der Debütantenball ist das Resultat von 12 Wochen langer harter Arbeit. Lustig war es dennoch. Und ausgetanzt hat es sich noch lange nicht. Ich mache es schon gerne. Also mir hat es schon gefallen, der Tanzkurs war echt schön. Es ist auch mal was anderes, Abwechslung und ja, hat gut da. Man geht vor allem in den Tanzkurs, weil man neue Leute kennenlernen will. Aber natürlich, das Tanzen gehört dazu, das muss man auf jeden Fall können. Und ja, ich werde auch den Tanzkurs weitermachen, wie viele aus meinem Kurs. Und es ist einfach eine Sache, die man können muss. Wer weiß, vielleicht befindet sich unter diesen Debütanten der nächste Dancing Star. Ich weiß, ich will, ich will.